Hi Leute, was geht? Ich hoffe, ihr seid alle ready für Smart Girl Summer. Falls ihr euch nicht als Girl identifiziert, keine Sorge, es wird nichts Spezifisches zu irgendwie Geschlechtern oder so kommen. Es ist eben einfach nur inspiriert von dem Begriff Hot Girl Summer, was ja ein Trendthema auf TikTok und auf Social Media ist. Und zwar geht es nämlich in meinen Formaten eben um das Thema Smart Girl Summer. Also um Weiterbildung, Selbstverwirklichung, Schule, Lernen, gute Noten, sich eben perfekt auf das nächste Schuljahr vorzubereiten, um dort gute Noten zu haben und vor allem auch um sich gut zu fühlen und Spaß am Lernen zu finden. Und bei Lernen man nicht nur irgendwie Schulbücher durchwälzen, sondern generell das Lifelong Learning. Ich habe heute nämlich aufgeräumt und beim Aufräumen habe ich gemerkt, ich habe alles noch schlimmer gemacht. Und jetzt sieht alles noch schlimmer aus als davor. Sehe ich verschwitzt aus, es ist auch wirklich warm. Und zwar mit dem Hintergrund jetzt mein Bücherregal. Ich hatte heute Morgen in dieser Schublade oben noch meine ganzen richtigen Lernbücher. Also ich hatte da ganz viel zum Thema Koreanisch lernen und auch Spanisch lernen. Auch einige Dramen, die wir im Deutschunterricht mal gelesen haben. Hab das Ganze aber mal in mein anderes Regal geräumt, wo nämlich auch mein Schreibtisch steht, weil ich das ein bisschen effizienter fand, als eben hier in meinem richtigen Bücherregal zu haben. Weil ich habe auch hier schon wenig Platz. Und da ich dort genau Platz hatte, dachte ich mir, das wäre doch ein sinnvoller Change. Zuerst einmal kennt ihr diese wunderbare Bücherreihe von starken und einflussreichen Frauen? Nein, ich kannte sie bis vor ein paar Wochen auch nicht. Und zwar bin ich darauf gestoßen, weil ich mich mehr zu Coco Chanel informieren wollte. Und fand sie als Person auch einfach sehr spannend und deswegen habe ich mir einige Bücher zu dieser Person rausgesucht. Zum Beispiel einmal hier, das ist dieses Buch hier, das heißt Sleeping with the Enemy. Und auch das Buch hier, wo eben Coco Chanels Lebensgeschichte als Roman dargestellt wird. Und da habe ich tatsächlich dieses Buch in der Buchhandlung gefunden und habe daneben noch andere Bücher gefunden, die so ähnlich waren. Falls ihr euch also jetzt für einflussreiche Frauen der Geschichte interessiert, ist diese Bücherei auf jeden Fall was für euch. Ich habe das zum Beispiel hier von Kaiserin Sissi, ich habe das auch von Lady Diana, dann eben von Coco Chanel und das Ganze gibt es auch noch von ganz vielen anderen. Meine Mutter hat gerade bei sich liegen noch das Buch von Jane Austen, das heißt Jane Austen und die Kunst der Worte, glaube ich. Und es gibt aber noch von ganz vielen anderen Frauen. Ich habe schon von Marie Curie noch ein Buch gesehen, von Marilyn Monroe und so weiter. Und diese Bücher sind einfach geschrieben mit einer schönen Geschichte und man lernt sehr viel über diese Person eben. Und ich glaube gerade, dass so Sachen wie zum Beispiel Kaiserin Sissi oder Lady Diana auch einfach für das Allgemeinwissen hilft, weil natürlich hört man öfter mal Sachen über die Königsfamilie beispielsweise. Und wenn man dann so die Hintergrundgeschichte ein bisschen kennt, ist das auf jeden Fall immer sehr sinnvoll und sehr hilfreich. Auch natürlich sind es alles wahre Geschichten, weil das ist eben deren Biografie, aber da ist auch teilweise kleine Veränderungen, damit es eben in dieses Buch passt. Also eben in diesen schlüssigen und sinnhaften und logischen, chronologischen Roman. Oh mein Gott, ich habe meine Lieblingsikonen vergessen. Audrey Hepburn. Ja, Leute, natürlich habe ich auch das Buch von Audrey Hepburn. Audrey Hepburn und der Glanz der Sterne. Und wenn wir gerade schon bei Audrey Hepburn sind, falls ihr Audrey Hepburn-Fan seid, falls ihr Breakfast at Tiffany mögt, dann lest dieses Buch. Lest dieses Buch. Jetzt reden wir mal über mehr geschichtliche Themen. Und zwar habe ich nach meinen Sommerferien meine ersten zwei Semester der Oberstufe abgeschlossen und komme dann in Q3, also in die Qualifikationsphase 3. Und da haben wir als Thema der Kalte Krieg in Geschichte. Und ich habe mir dafür jetzt schon mal zwei Bücher gekauft, die ich lesen möchte in den Sommerferien zu diesem Thema. Und zwar einmal der Kalte Krieg in der neue Geschichte. Ich glaube, das ist auf Englisch bekannter, also The Cold War in New History oder so. Ich kann nicht so viel dazu sagen, weil ich es noch nicht gelesen habe. Aber ich bin sehr gespannt und werde euch dann ein bisschen Feedback geben. Ich persönlich kann euch einfach als Tipp geben, gerade in Fächern wie zum Beispiel Politik oder Geschichte ergibt es schon voll Sinn, sich vorher damit zu beschäftigen. Es ist überhaupt kein Muss, weil eigentlich können die Lehrer euch ja in Klausuren nur abfragen, was sie euch eben beigebracht haben, weswegen das überhaupt kein Muss ist und ihr müsst euch nicht außerschulisch mit diesen Themen beschäftigen. Aber ich persönlich als eine Person mit einem 1,0 Schnitt in den ersten zwei Oberstufensemestern würde euch raten, das schon ein wenig zu machen und euch auch für die Themen wirklich zu interessieren, weil wirklich, wenn ihr sowas lest, ich habe beispielsweise auch noch einen Roman in der Zeit, also einen Roman, der in der Zeit spielt und wenn ich das lese, dann fühle ich mich mehr an das Thema rein und das weckt auch mein Interesse. Konsequent bin ich dann natürlich auch interessierter und engagierter im Unterricht. Falls euer Thema da zum Beispiel ist Nationalsozialismus, habe ich da auch einige Empfehlungen. Ich glaube tatsächlich, dass man das Thema Nationalsozialismus und die NS-Zeit, das NS-Regime oder so, auch in den 9. hat, glaube ich. Deswegen, falls ihr das Thema habt, meine Empfehlungen sind da vor allem einmal eine Konzentrationslagergeschichte, die Kinder aus Theresienstadt heißt das. Es war sehr ergreifend, eine Geschichte von ja, einem Geschwisterpaar mit Eltern, die eben in das KZ Theresienstadt gekommen sind. Dort wird eben
auch aus Kinderaugen erzählt, wie das Leben dort in den KZs damals war. Und sehr ergreifend, aber man hat durch dieses Buch wirklich gut nochmal mitbekommen können, wie eben die Offiziere gehandelt haben, wie das Mindset damals war. Und falls ihr aber etwas mehr fundierteres, etwas anspruchsvolleres lesen wollt, würde ich euch das von Primo Levi empfehlen. Das haben wir in Geschichte auch gelesen im Unterricht, dass es eben das Buch Ist das ein Mensch? Ist auch sehr bekannt, auch auf Englisch. Und das erzählt eben die Geschichte von Primo Levi, einem KZ-Gefangenen in Auschwitz. Ist ein bisschen differenzierter, ein bisschen sachlicher. Und ist dementsprechend auch ein bisschen anspruchsvoller zu lesen, ist aber auch empfehlenswert. Des Weiteren habe ich auch das Tagebuch von Anne Frank gelesen und ich habe auch die Geschichte gelesen von Mies. Mies war nämlich die Frau, bei der sich Anne Frank versteckt, beziehungsweise die Anne ihrer Familie geholfen hat. Das Buch fand ich auch sehr toll. Habe ich das gerade hier? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe das im Urlaub gelassen. Ich habe es im Urlaub gelesen. Ganz kurz, jetzt mal schnell durchlauf, welche Bücher ich euch für Politik empfehlen kann. Erstes Semester Q1 Politik-Leistungskurs Demokratietheorien. Da habe ich dieses Buch hier gelesen, also nicht von der Schule aus, sondern von mir aus. How Democracy Style. Ich glaube, das sollte es auch auf Deutsch geben, ich weiß es aber nicht. Auf Englisch ist natürlich ein bisschen schwieriger zu verstehen, aber falls ihr auch relativ gut in Englisch seid, probiert einfach mal aus, wie Demokratien sterben. Und da wurde auch nochmal die NS-Diktatur angesprochen. Ja genau, hier, What History Reveals About Our Future. Also es geht eben darum, was die Geschichte zeigt, wie Diktaturen entstanden sind. Es ging um das NS-Regime, ich glaube Napoleon, Stalin, bla bla bla, das wurde alles angesprochen, Sowjetunion und so weiter. Und ja, Geschichte, Politik kann ich auch sehr empfehlen. Okay Leute, hear me out. Dieses Buch braucht ihr einfach, wenn ihr gut in der Schule sein wollt. Und zwar ist das Buch von Jade, von dem Kanal Unchained Jade. Ihr kennt sie bestimmt. Sie ist eine sehr etablierte Study-YouTuberin und hat auch schon relativ lange guten Content hochgeladen. Deswegen glaube ich, dass die meisten sie auch kennen sollen. Sie kommt aus England und hat eben dieses Buch hier geschrieben mit ihren besten Study-Tipps. Und das sind wirklich die Grundlagen. Das sage ich jetzt schon gleich. Falls ihr meinen Kanal länger verfolgt und meine Videos regelmäßig guckt, denke ich mal, dass euch die meisten Sachen aus diesem Buch schon bekannt vorkommen sollten. Und ich weiß nicht, ob es sich dann noch lohnt, das Buch zu lesen. Ich würde sagen, ja. Weil natürlich man immer neue Insights bekommt. Sie hat auch sehr viel über ihren eigenen Schulalltag geschrieben. Aber ich kann euch gleich schon sagen, da wird nichts krass Neues auf euch zukommen, falls ihr schon mit den grundlegenden Theorien des Lernens euch damit schon auseinandergesetzt habt, weil das eben wirklich die Basics sind. Jetzt mal ganz kurz ein BookTok-Buch und zwar bin ich auch teilweise auf BookTok, also auf Bücher-TikTok unterwegs und sehe da immer so diese ganzen Colleen Hoover, Sally Rooney Bücher und so weiter und ich bin ja gar kein Fan von so diesen kitschigen Liebesroman und keine Ahnung was, deswegen lese ich diese Bücher eigentlich nie, aber ich habe jetzt die letzten Wochen, die letzten Monate, ich würde sagen zwei Bücher gelesen, die sich sehr stark in diese Kategorie einordnen lassen. Einmal war das My Year of Rest and Relaxation. Oh mein Gott, das Buch liebe ich. Dieses hier, ich habe das aber auch ein bisschen kritisch betrachtet und ich habe dazu auch eine Review auf Goodreads geschrieben, falls ihr die lesen wollt. Wäre jetzt ein bisschen zu lang, um es jetzt nochmal zu beschreiben. Aber ich kann gerne nochmal zu diesen BookTok-Büchern ein extra Video machen, weil ich habe noch sehr viel dazu zu sagen. Was ich nicht so schnell sagen könnte, weil ich das auch sehr differenziert bewerten möchte. Und das würde jetzt einfach den Rahmen sprengen. Das zweite Buch ist dieses Buch hier, darüber möchte ich jetzt ein bisschen mehr reden. The Midnight Library geht eben einfach um eine Person, sie heißt Nora. Oder eben auf Englisch Nora. Und Nora hat sich entschieden, sich selbst umzubringen. Und bevor sie aber wirklich in den Tod kommt, ist sie in einer Zwischenwelt. Und diese Zwischenwelt ist eben die Midnight Library. Und das ist eine Bibliothek, in der alles möglich ist, weil du ganz viele Bücher siehst, die dein Leben hätten sein können. Also du bist sozusagen zwischen Leben und Tod und siehst ganz viele Bücher, die du lesen kannst und das sind alles Leben, die du hättest haben können, wenn du bestimmte Entscheidungen anders getroffen hättest. Sei es irgendwie mit einem Jungen auf ein Kaffee-Date zu gehen oder sei es jetzt irgendwie dein Hobby damals weitergemacht zu haben, nie angefangen haben, diese Arbeit auszuführen und so weiter. Alle diese Entscheidungen, alle diese daraus resultierenden Leben sind dort in dieser Midnight Library. Das Konzept fand ich so cool und Fun Fact, das hat mir auch jemand von euch empfohlen in den Kommentaren. Deswegen nochmal vielen Dank, falls du das siehst. Das Konzept habe ich mega gut empfunden und finde es auch immer noch richtig toll von diesen Paralleluniversen und so, finde ich sehr, sehr spannend. Aber ich muss sagen, mir hat das Buch nicht so krass gefallen oder ich muss es ein bisschen kritisch bewerten, weil, jetzt kommt ein kleiner Spoiler, am Ende eben rauskommt, dass diese so depressive Protagonistin am Ende ihr Leben, was sie sich einst am Anfang des Buches nehmen wollte, als das beste, utopische und tolle Leben war damit am Ende. Und das nur, weil sie ihre Perspektive geändert hat. Weil sie eben in diese anderen Leben gereist ist und dann realisiert hat, okay, Schmerz gibt es immer und Schmerz kann man nicht prevent, kann man nicht aufhalten, kann man nicht vermeiden, es ist immer da. Und ich finde es ein bisschen kritisch, dass das die Message des Buches ist. Also die Message ist, ändere deine Perspektive und dann wird alles gut. Und das
liebe ich an sich, weil ich finde Mindset richtig, richtig wichtig. Ich sage so viel zum Thema Mindset auf meinem Kanal auch. Aber wenn jemand wirklich depressiv ist und suizidgefährdet ist, finde ich das ein bisschen schwierig. Ich hätte es halt viel besser gefunden, wenn die Protagonistin sich irgendwie noch Hilfe geholt hätte, nochmal zu einer Therapeutin gegangen wäre und so weiter. Oder sich generell jemandem anvertraut hätte, aber das hat sie gar nicht. Es gab noch andere kleine Dinge, die mich aufgeregt haben, andere Dinge, die ich toll fand, habe ich auch auf Goodreads nochmal ausführlicher geschrieben. Im Smart Girl Summer lieben wir Gewohnheiten. Wir lieben gute Gewohnheiten, denn wir wissen, das, was wir jeden Tag machen, wird unser Leben sein oder ist unser Leben. Ich habe eine ganze Playlist mit Routinen auf meinem Kanal, wo ich euch meine Abend-, meine Morgen-, meine Tages-, meine Putz-, meine Aufräumen-, meine Lernroutine zeige. Und einfach die Gewohnheits- und Produktivitätsbibel ist Atomic Habits von James Clear. Dieses Buch, da ist alles drin, was ihr eigentlich wissen müsst. Und eigentlich basiert... Und eigentlich basieren auch meine ganzen Videos auf Konzepten, die hier drin stehen. Deswegen lest dieses Buch, es wird euer Leben verändern, wenn ihr es zulasst und diese Methoden anwendet. Eine andere Produktivitätsbibel ist Getting Things Done. Wo ist es? Hier! Getting Things Done von David Allen. Ich finde, das Prinzip ist ein bisschen veraltet, denn es geht speziell um die Getting Things Done Methode. Aber trotzdem ist es spannend, das zu lesen, falls ihr ein bisschen nerdy seid und euch für diese so Organisations-Produktivitätssachen sehr interessiert. Sonst lest es lieber nicht, weil es sehr komplex ist. Aber falls ihr den Nerv habt, euch da durchzuschlagen und es euch interessiert, dann macht es auf jeden Fall. Weil ich finde auch, bei den Büchern ist es so, es geht nicht immer um das Hauptkonzept, sondern oft geht es um kleine Dinge, die man zwischen den Zeilen irgendwie lesen kann. Oder kleine Theorien, kleine Konzepte, die einem zwischendurch einfallen, die man realisiert, die dein Leben dann verändern und nicht unbedingt das Hauptkonzept. Deswegen würde ich auch nie sagen, dass es irgendwie eine Verschwendung war, ein Buch zu lesen. Auch wenn es dir jetzt offensichtlich nicht viel geholfen hat, kann es dir trotzdem unterbewusst und mit kleinen Dingen trotzdem noch geholfen haben. Aber natürlich ergibt es dann Sinn, auch eher Bücher zu lesen, die dich interessierst. Und wenn das nicht hier der Fall ist, dann vollkommen okay. Das Buch hier, muss ich sagen, ich würde es einfach allen empfehlen, Atomic Habits. Das ist halt ein bisschen ausführlicher, deswegen muss man nicht gelesen haben. Okay, jede Smart Girl im Smart Girl Summer braucht dieses Buch. Sorge dich nicht, lebe. Ja, man sieht das Cover nicht, welches Cover ich reingemacht habe. Sehr schlau, ich habe schon meine ganzen Notizen dazu. Sorge dich nicht, lebe. Ich bin ein großer Fan von dem Autoren und habe von ihm, was habe ich alles von ihm bisher gelesen? Wie man Freunde gewinnt, Sorge dich nicht, lebe, Public Speaking for Success und was habe ich noch? Ich habe noch ein Buch von ihm gelesen. Ah! Naja, auf jeden Fall hat dieses Buch wirklich mein Mindset geändert. Da geht es nämlich darum, wie man sich nicht so viele Sorgen macht und mir geht es vor allem im Unterricht sehr oft so, dass ich mir denke, warum habe ich das gerade gesagt? Das war ja übelst cringe. Oder warum habe ich so schnell gesprochen? Was mir sehr oft passiert bei Vorträgen und wenn ich mich melde. Das sind auch Sachen, an denen ich auf jeden Fall arbeiten muss. Aber wenn es so richtig superficial, unnötige Sachen sind, über die man sich immer Sorgen macht, hat mir das Buch geholfen, wie ich mit diesen Situationen umgehen kann. Und ich glaube, das biggest learning, was ich daraus mitgenommen habe, ist, dass das Beste, was du für deine Zukunft machen kannst, immer ist, jetzt in diesem Moment das Beste zu geben. Du kannst nicht die Vergangenheit und du kannst nicht die Zukunft beeinflussen, du kannst nur das Jetzt beeinflussen. Und ich bin ein sehr zukunftsorientierter Mensch, ich möchte immer in die Zukunft gucken. Ich sehe jetzt schon, was ich morgen mache, was ich im nächsten Jahr mache, was ich in 5 Jahren mache, Zukunft. Aber das geht halt nicht. Das hat mir dieses Buch irgendwie beigebracht. Das Beste, was ich für die Zukunft machen kann, ist, jetzt sein Bestes zu geben. Und da sind sehr, sehr viele kleine Methoden drin, die auch geholfen haben. Was ich halt an seinem Schreibstil gut finde, ist, dass er das immer auf den Punkt bringt. Ich mag es nicht, wenn Leute so richtig viel drumherum labern. Das finde ich teilweise in diesen ganzen Self-Help-Book-Büchern, also Books, ist es so, dass teilweise die Autoren so viel drumherum reden, so viele Geschichten erzählen, aber die irgendwie nicht richtig auf den Punkt bringen. Und er gibt doch am Ende immer noch so eine Liste mit Dingen, die du aus diesem Chapter eben mitnehmen musst. Und ich mag das, wenn es so auf den Punkt strukturiert ist. Hier sind die Punkte, hier ist eine Story, die das untermalt, aber auch welche, die logisch und rational sind. Und das ist einfach, das ist mein Ding. Okay, wir wollen diesen Sommer Smart Girls werden oder Smart Girls bleiben. Und was Smart Girls auf jeden Fall nach meiner Definition nicht machen, ist sehr viel Zeit auf Social Media zu verschwenden, weil es eben so ein Open Loop ist, was nicht aufhört. Du scrollst die ganze Zeit und es bringt dich nicht weiter. Ich kenne das von mir selbst einfach. Und die Tage, an denen ich viel auf TikTok und Instagram rumscrolle, sind Tage, an die ich mich erstens nicht erinnere, zweitens ich schlechte Laune hatte und drittens mir in meinem Leben überhaupt nicht weitergeholfen haben. Was mir bei diesem Konsum geholfen hat,
war das Buch Digital Minimalism. Und ich habe es auch schon mal in einem Lese-Vlog, in einem Lesemarathon von mir gezeigt. Da haben wir es ja zusammen gelesen. Das Buch hat auch sehr viele praktische Tipps, die du sofort anwenden kannst. Es schlägt dir auch vor, einen Detox zu machen. Und das kannst du ja auch im Zuge des Smart Girls Summers zum Beispiel mal machen. By the way, ich meine generell, falls ihr irgendwelche Videoideen habt oder so oder Experimente, Vlog-Ideen, Vlog-Wünsche habt, dann schreibt unbedingt in die Kommentare. Ich freue mich so sehr, dass du hier bist beim Smart Girl Summer. Lasst doch gerne ein Like und ein Abo da, um das nicht mehr zu verpassen. Schreibt gerne einen Kommentar. Ich hoffe, dass wir uns sehr bald wiedersehen. Bleibt motiviert, bleibt inspiriert und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Adios. Bis dann.